liebe Grillfreunde beim Napoleon Chill und Grill, unser Livestream auf der Napoleon Facebook-Seite. Herzlich willkommen von meiner Seite, um euch die Zeit aufzulockern. Heute wieder was Spezielles. Mein Name ist Adi Matzek und wir haben sie doch verschrieben, ganz einfach diesen positiven Grillvirus für euch hier darzubieten. Und zwar heute haben wir ein Schwergewicht. Eine urschwere, schöne Plancha, ist emailliert ganz stark und hat, oder wenn das einmal heiß ist, das Ding, ganz, ganz tolle Eigenschaften. Und da werden wir jetzt miteinander was zubereiten. Das ist schon das neue Modell, ich habe da davor geheizt, ein älteres Modell, und wir werden da schauen, dass wir da die Leistung voll aufdrehen, dass da wirklich was weitergeht und dass diese starke, schwere Platte einfach jetzt Energie annimmt. Vorbereitet habe ich da so die Zutaten, einmal ein bisschen eine Händelbrust, die werden wir gleich einmal dann angehen und einmal dazu schneiden. Und ich habe da dann, wenn ich die Händelbrust habe, habt ihr da die Sehne, die gehört da mal auf alle Fälle raus, dann habt ihr dieses Herzstück, sagen wir dazu, dieses Mittelstück, das könnt ihr rausschneiden, das wäre gleich ein Stück. Und da auf der Seite haben wir ja da sehr oft diesen Ansatz von der Sehne, und den schneide ich da gleich einmal an der Sehne entlang. Und dann habe ich auch alles, was irgendwo ein bisschen härter sein könnte, schon weg, und dann nimmt man einfach diesen Ansatz von der Sehne vom Händelbrüstchen heraus, tut das zur Seite, sonst kann uns da bei der Händelbrust nichts mehr stören. Und dann machen wir so mittelgroße Stücke, die schon mal so einen halben Zentimeter groß sein können. Die Brust als solches, da können wir vorne die Spitzeln schneiden und dann so zwischen einen halben Zentimeter und Zentimeter die Stücke sehr kleinen. Die habe ich mir da schon hergerichtet. Die werden wir auch jetzt ein bisschen Öl drüber geben und ein bisschen eine Würze, da ein bisschen ein Händelgewürz. Das werden wir von da herüber, glaube ich. So, dass wir da ein bisschen einen Geschmack noch mit hineinbringen. Da passen diese Schüsselchen ganz, ganz super, die sie hier unten immer in die Schneidbretter vorfindet. Die sind da drinnen und damit kann man das optimal gleich benutzen, und ich habe mir gleich da so ein Vorrat hergerichtet. So, perfekt. Dann noch ein wenig Öl drüber. Und das könnt ihr natürlich schon mehrere Stunden vorher machen, wenn ihr wollt. Aber wir machen ja immer alles live. Ja? Und das schaut dann wirklich super aus. Und dann passt es. Ja, wie immer haben wir dann unsere Handschuhe zum Wechseln. Ich habe da immer ein paar an. Ja, den einfach so drüber nehmen, wegziehen von hinten hinein und dann auch einen wegziehen und aufgängen. Die ganz super. Haben wir schon fast wieder ein Lehrstudium, dass wir da jetzt über den unteren Handschuh die anderen schön drüber bringen, und somit können wir sie jetzt unsere Meeresfrüchte einmal nähern. Rechts an, drauf. Ja, ich würde sagen, ab 5 Handschuhe wird es ungemütlich in der Bewegungsfreiheit. Ja, da haben wir Garnelchen dazu, Tintenfischstuben, die schneiden wir auch so eher in einer groben Richtung. Also das sind jetzt 8-12er Garnelen, geschält von der Größe. Und die würde ich nur ein- bis zweimal durchschneiden, dass da schon eine Struktur nachher da ist bei unserem Gericht. Und dass die dann auch, so ihr wisst es ja, wie ich ganz gern habe, eher grasig sind und nicht ganz durchgetraten, dass sie noch einen Knack haben und da dementsprechend auch lässig und saftig sind. Das ist schon her, da rennt einer davon, der möchte nicht mehr bei mir bleiben. Haben wir diesen Bereich. Und ja, diese Tuben von Tintenfisch, die würde ich so klassisch, meine Frau sagt immer dazu, auf Gummiringel schneiden. Ja, so 5 mm in etwa von der Breite. So. Und die darf jetzt nur heiß schnell machen, nicht lang brauchen,
bei, dann werden sie fest, dann werden sie gummig und dann verdienen sie also den Namen, den ich meine liebe Gattin gegeben habe, die Gummiringel. Aber im Regelfall ist man dann meistens zu lange drauf mit den Dingern. Also die werden wirklich nur ganz kurz drauf gehen und sofort dann zur Seite. Das ist eine schnelle Sache. So, so da hört man eigentlich alles, was wir da so möchten, vorgeschnitten. Mache aber einen Zartweizenrisotto, das ist vorgekocht. Ein bisschen eine Farbe, schaut nie, ein paar Erbsen dazu und das werden wir auf der Plancha uns zubereiten. Und werden wir das einmal wegnehmen, dass wir da sauber bleiben, den Handschuh wieder entsorgen. Und mir ist da letztens ein bisschen ein Paradeiser überblieben, die sind nicht mehr recht knackig, also die sind schon wirklich zum Verarbeiten. Jetzt habe ich einfach da ein bisschen ein so Paradeismark, Passata, je nachdem, was ihr daheim habt, da mal abgerührt. Kann man noch ein bisschen Öl dazu geben. Und da werden wir jetzt da uns so Paradeis-Knoblauchbrot dazu machen. Das müssen wir jetzt schon richten, weil die Plancha nachher, und die so heiß ist, so 350 Grad, 360 haben wir schon drauf. Das geht ja voll schnell. Das ist ja ein wirklich schnelles Essen, das was wir da miteinander zubereiten. So, dann haben wir das da einmal vorbereitet. Ja, die Paradeiser, wie gesagt, die sind nicht mehr so knackig, die werden wir dann einfach ein bisschen zusammenschneiden, dann sind sie auch gut verarbeitet. Dann die direkt in den Bereich noch in unser Schüssel mit einarbeiten und haben dann ganz einfach ein bisschen mehr Struktur und eine ganz frische Ware von unseren Paradeisern ist noch auch drinnen dabei. Und ihr könnt es ruhig ein bisschen gröber lassen. Ich tue es vierteln. Ja, je nach Konsistenz, aber ihr seht, es ist da eh schon sehr weich. Also die gehören wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verkocht. Und wenn ich das auch gleich, das passt super. Und das Brot. Gerade wenn man nicht alles braucht, das wird durch diese Zusammensetzung natürlich auch schön saftig gehalten. Ja. Da haben wir jetzt auf alle Fälle von der Frucht eine gute Feuchte, das Öl ist drinnen und somit hat man da ganz einen tollen Geschmack. Und diese Brotscheiben, die sind gut zum Aufarbeiten, legen wir sie einfach da auf unsere Tasse drauf. Das ist eine sehr handsame Grilltasse aus Edelstahl, ist da geschlitzt, hat da die Durchlässigkeit, dass ein bisschen Röstaromen an unser Brot kommen, ohne aber, dass es uns verbrennt. Ja. Und das ist dann ja auch unser Ziel, dass wir da ein saftiges Brot haben mit ein paar Röstaromen. Das darf schon sein. Aber ich möchte, wenn ich mit der Plancha beschäftigt bin, da nicht aufpassen müssen. Und das hilft mir natürlich ganz, ganz lässig, wenn wir da jetzt unsere saftigen Brot anmachen. Und vor allem, ich muss nicht jedes Brot einzeln in die Hand nehmen. Das ist einfach geschickt, wenn man die ganze Ladung, die man da so vorhat, auf einmal am Griller drauf geben kann und wieder wegnehmen kann zum Servieren. Christian hinter der Kamera, der wird schon Hunger haben, schätze. Und dann werden wir natürlich nichts anbrennen lassen heute. So, aber zumindest bemühen wir sie. Ja. Gut, dann haben wir das auch hergerichtet. Ja, Knoblauch, da können wir noch eine Scheibe drauflegen. Je nachdem, wie viel man halt da möchte. Ich habe zwar ein bisschen was drinnen, aber das tun wir halt dann da noch drüber. Bei unserem Knoblauchbrot, da verdient er sich dann auf alle Fälle den Namen, wenn man da reinbeißt. Und das war es dann auch schon. Also, es schaut appetitlich aus und so kann man super gut händeln das Ganze. Stellen wir das gleich einmal in den Grill rein. Hier oben indirekt, da stört es mich auch gar nicht, kriegt eine Wärme. Und jetzt brauchen wir noch Struktur, auf alle Fälle brauchen wir Öl, das wird ein bisschen zu wenig sein, dann nehmen wir da noch was dazu.
dass ich dann auf alle Fälle genug habe. Und ein paar Schälchen brauche ich, dass ich das, was ich angebraten habe, da herüber warm stellen kann. Das ist ganz klar aufgeregt jetzt, hat so 80, 90 Grad und das ist halt das Lässige, wenn man zwei Griller in einem Griller hat, dass man sich einen Griller herrichtet für wenig Temperatur und mit dem anderen eigentlich dann so richtig die Musik spielen lässt. So, ich glaube, ich habe alles benannt. Ja, das Wichtigste ist natürlich noch unsere Spachteln. Da geht es jetzt gegenüber der Grillzange. Na, da würde ich wahrscheinlich mit unserem Zartweizen Risotto, mit unserem Reis, da würde ich ein Problem kriegen, wenn ich da die Kernel umdrehe. Aber mit der Spachtel, mit dem Spachtelset, das ist die richtige Waffe für unsere Gussplatten bzw. unsere porzellan-emaillierte Plancha. Ja, anfangen gleich mit unserem Händel. Das ist ein bisschen dicker von der Struktur und da werden wir jetzt gleich ein Öl drauf tun. Ihr seht, da geht schon was los. Ja. Super, vom Aufbau. Wir verteilen das einmal ganz gut. Und dann machen wir schon wieder zu. Damit von unten wirklich die Hitze kommt, lassen wir es einmal liegen, dass es das Fleisch schön lösen kann und dann wendet man das Ganze. Und wir werden nicht alles auf einmal drauf tun, sondern schön nach der Reihe die Sachen zubereiten und zum Schluss zusammenfügen, damit wir dann ein gutes Essen haben. Das ist eine ideale Sache, wenn ihr Gäste habt als Fingerfood oder als Portion, je nachdem, wie man es halt anlegen möchte von der Größe. Und wir werden halt dann wieder schauen, einmal größer anrichten und einmal vielleicht ein bisschen kleiner. Ja. Das schmeckt auch so ganz super. Jawohl. Jetzt da hin. Für Warmduscher. Das ist richtig heiß. Das ist vielleicht sogar gar nicht schlecht, wenn es mit sowas arbeitet, dass ihr das Hemd einmal langärmlich nehmt, dass, wenn Fettspritzer sind, ihr euch nicht verbrennt. Aber sonst passt es schon. Oder eben eine Schürze mit Latz, dass man dort im Nebenbereich gut geschützt ist. Ja. Bisschen lassen wir es noch und rühren wir es noch einmal durch. So schnell ein Fahrt perfekt. So, da seht ihr wirklich von der Farbgebung, wenn ich euch das so hinzeigen darf, habt ihr eine super Bräunung drauf. Innen ist es noch roh, keine Frage. Und ich stelle mir das Ganze da rein, dass jetzt die Hitze, was Saugnummern hat, ein bisschen nach innen ziehen kann, ohne dass wir zu viel Saft verlieren. Das kann da jetzt vor sich hin schlummern, wenn ich das so sagen darf, und ein wenig nachziehen. Und wir haben da schon unsere nächste Aktion. Ja. Das nächste war einmal, dass wir auch wirklich schön heiß sind. Unsere Tintenfischstuben, solche Gummiringe habe ich da geschnitten, also ich hoffe, sie sind nicht gummig. Wenn ich schnell genug arbeite, dann wird das auch passen. Die werden wir gar nicht würzen, genauso die Garnelen. Wir werden das nachher mit einer Currysoße von mir abschmecken und das braucht jetzt eigentlich nicht separat noch ein Gewürz dazu. Aber was wir wieder brauchen, eine Spur Öl ist ganz, ganz wichtig in dem Bereich und wir haben da jetzt dann mal weg. Spachtel, bin ich gar nicht gewöhnt, dass ich meine Grützangel nicht in der Hand habe. Aber da ist noch so ein Spachtel einfach eine ganz klasse Geschichte. Dann jetzt wieder rüberziehen, schauen, wo man heiß ist. Dann soll ich voneinander nehmen. Auch so gar nicht mehr.
das nicht zu sehr aufschäumt und sie kommen dann schon wieder weg und dann das Zwischenbacken nur im warmen Bereich. So, mehr soll da gar nicht passiert sein. Das heißt, sie haben da schon ein bisschen eine Struktur abgenommen, sie haben eine leichte Bräunung. Ja, mehr soll da jetzt gar nicht passieren. Machen wir gleich wieder zu, stellen wir es um, da aufs Brettl, dass sie auch nicht zu viel Temperatur haben. Und werden wir einmal kurz abwischen. Wenn wir da natürlich ein bisschen Eiweiß drauf gekriegt haben, aber da brauche ich wieder die Spachtel, die Lüfter dran. Ja, das soll ich da schon immer machen. Das sieht man schön mit der Spachtelkante, habe ich dann da wirklich das drauf und das sollte man immer wieder abspachteln, wenn sich das ergibt, zumachen, dass er schön auf voller Leistung läuft, weil durchs Aufmachen kriege ich natürlich immer wieder einen Druckverlust und das soll ja nicht sein. Als nächstes haben wir dann unsere Garnelen drauf. Ja. Wieder ein bisschen Öl auf die Platte, ihr könnt es auch da gleich dazugeben, dann geht das auch gleich schneller beim Raufleeren. Und wir können schon wieder weiter tun. Und es tischt schon wieder, es brutzelt schon wieder. Also es macht sich bezahlt, wenn man immer wieder den Deckel schließt und nicht offen arbeitet und dann halt je nach Möglichkeit wieder umrührt. Auch die Garnelen, ja, wir warten, dass sie ein bisschen rot sind, aber dann sind wir schon wieder weg damit. Dann wollen wir schon wieder eigentlich das Ganze ziehen lassen. Ja. Also ein schnelles Essen auf alle Fälle und es macht auch das Umrühren wirklich Spaß. Ihr seht, es wird schon rot das Ganze. Ja, perfekt, das gefällt mir und mittlerweile kann man mit den Spachteln schon ganz gut hantieren. Was auch wichtig ist, die Reinigung nachher. Das ist vor allem, wenn man dann mit der Fruchtsauce, das werden wir sie aussuchen können, habe ich gerade gesagt, gell? Wenn man mit der Fruchtsauce auf diese heiße Platte die Geschmacksgebung macht, dann muss man natürlich aufpassen, weil die Fruchtsauce sich gern hineinbrennt. Das heißt, wir werden das runtergeben, kurz anrosten lassen und dann zeige ich euch natürlich auch, wie ist es mit der Reinigung mit so einem schweren Gerät. Da habe ich gerade eine Meldung hereinbekommen. Die liebe Doris, muss aber schnell sein. Ja, auf alle Fälle muss man schnell sein. Und das Putzen, auf das bin ich ja gerade zuerst ein bisschen eingegangen. Das Putzen zeige ich euch auf alle Fälle auch. In dem Fall, heute bin ich ja allein Livestream mit Christian und somit darf ich die Platte selber putzen. Aber das ist ein wichtiger Part, den zeige ich euch. Den kann nämlich so gut putzen, weil das ist relativ einfach. Sonst war vielleicht die Arena da, wer weiß. Super! So, da brauchen wir auch nicht mehr. Die dann noch einmal raus. Sehr fein, sehr fein. Stellen wir auch noch einmal dazu. Und dann noch eine Abspachtel. Dann haben wir jetzt das Leer. Ja. Machen wir mal kurz zu, dass er wieder wirklich genug Temperatur hat. Ja, sehr fein. Und jetzt geht es eigentlich daran, dass wir sagen, so ein bisschen unser Zartweizenrisotto drauf, das leicht erwärmen lassen, alle Zutaten wieder zusammenfügen und das Ganze abschmecken. Und beim Abschmecken muss ich mich halt bemühen, dass das passt, aber diese Sache kann man immer so machen, sagen so, die erste Runde macht man etwas milder und wenn man wirklich ganz scharfe Typen daheim hat, dann tut man die zweite Hälfte vielleicht mit einer Chili-Sauce noch auf eine scharfe Variante und da habt ihr dann schon wieder die Möglichkeit, dass ihr variieren könnt. So, schauen wir mal, ob wir unser Reis auch gut aufbringen. Ja, ja.
wunderbar. Ja, meine lieben Freunde des Grills, wenn wir den Zartweizenrisotto Grillrost drauf haben, das war ein Spaß. Da, glaube ich, hätten wir keine hohe Chance, dass auf dem schönen Rost, was drauf bleibt, da wird alles unten drinnen sein. Und darum haben wir ganz einfach unser Plancher gewählt. Und da macht es schon Spaß, dass wir mal fast wie beim Tischtennis spielen, mal so ein Set in der Hand hat. Und nicht, wie ich es gewohnt bin, normalerweise unsere Grillzange. Ja, ich könnte es daheim trainieren, jetzt habt ihr Zeit, dass das ein paar Mal so macht und so, dann schaut es schon wieder cool aus. Ja. Ihr habt ja da einen Ring zum Beispiel, also ihr könnt euch was einfallen lassen oder ein Gummibandel drauf, dann kommt es wieder zurück. Ja. Ihr seid kreativ, glaube ich, ihr habt ja auch Zeit. Da werden wir jetzt einmal ganz umrühren. Rotter, dann auch super. Das ist auch fein. Das heißt, ich kann mich da eigentlich schon wieder orientieren. Schauen wir mal. Ich hab's glatt. Schaut, dass das nicht kosten könnt. So zartes Wendel, ein Traum. Wir nehmen jetzt da gleich zusammenfügen. Fast und schnell. Hier ist meine Dienste. Achtung mittlerweile. Also, Dienst ist schon toll. Bitte, kannst du ein Foto machen? Du? Ein Live-Foto quasi. Ja, ich hab das dann. Wir haben diese Art und Weise nicht mehr. Das schaut so schön aus. Ja, super. Ein Fort haben wir gesagt, unsere Erbsen dürfen wir nicht vergessen. Also jetzt haben wir da nur rundes Gerät drinnen. Ja, dann müssen wir jetzt schon aufpassen, wie viel drinnen bleibt. Ja, sehr lästig. Also, jetzt geht es an die Geschmacksgebung. Und da werden wir unser Tüte Curry dazu rühren. Wir werden jetzt brauchen so eine Prise Salz. Dies passt auf alle Fälle. Eine Spur vom Pfeffer dazu. Und das Ganze nochmal durchmischen. Da haben wir schon gespannt, ob wir das auch runterbringen. Aber es macht schon Zeitdruck. Der Ofen hat Hitze. Aber geht noch was. So der Curry, es ist gut, ein ganz schöner Berg war. Also der wird den nie und den ist dann gut gegangen. So. Da haben wir unsere Süßung. Das ist ein klassisches Set. Das Set ist alles da in einem zusammengestellt, braucht ihr viel Platz und ist eine optimale Geschichte, dass ihr da ein eigenes Grillgeschirr habt. Das ist Maßeinheit außen drauf, auch innen ist eine Maßeinheit dabei. Und jetzt muss ich schauen, ob ich das runterbeiere. Da hinten hat es gepiepst, wieder was reinkommen. Eine Frage. Schauen wir mal. Jetzt muss ich schauen, dass ich das da runterbringe. Kleiner Schaufel schauen. Ich muss ehrlich gestehen, da sind ein paar Erbsen sind wir da vorne rein. Aber
Es ist relativ sauber gelagert worden und bin ich sehr stolz auf mich. Ja. So. Und jetzt zeige ich euch gleich mal das Putzen. Das werden wir da kurz reinstellen, wenn wir zumachen. Beim Putzen als solches, der Martin hat was reingegeben. Da will ich was liefern. Wegen einer Adresse oder ist es schon weiter unten? Wegen einem Essen. Die Speisen abholen, das war klasse. Ja. Ich glaube momentan rechtlich noch nicht, war Lieferservice. Ich weiß nicht, wo sie alle zuschaut, aber das passt schon. Awkward. Ja, Lieferservice, glaube ich, war das einzig mögliche momentan. Und sonst müsst ihr euch drauf verlassen, wenn wir kosten, ob es das dann schmeckt oder nicht. Ja. Aber das hat ja schon ganz klasse ausgeschaut. So, einmal ganz grob, wie gehabt, einmal alles wegnehmen, was ich so mit der Spachtel wegbringe. Dann, und da bitte müsst ihr wirklich aufpassen, etwas aufkochen lassen. Tatsächlich ein paar Tücher schon vorbereiten, wie ich sie gemacht habe, und nicht zu viel Wasser nehmen. Weil Wasser und Fett ist ja grundsätzlich am Griller nicht so ideal. Ihr seht, das kocht dann so kurz auf, trotzdem dann noch eine große Hitze. Ja. Das verdampft ja eh, lasst euch Zeit. Ja. Hat man jetzt wunderbar gesehen. Ja, da ist fast nichts mehr drauf. Und da ist jetzt wichtig, dass man da einmal das Ganze gleich gut herausbringt. Und ihr seht, die Fläche als solches ist jetzt schon frei, die ist schon sauer und es ist wirklich wichtig, dass sich hier so ein Knüll macht, ja, dass das dementsprechend dick ist, weil das Fett, das Wasser, was da ist, die Platte ist sehr heiß und wenn ihr da nur eine Lage habt, verbrennt euch die Finger und das ist wirklich nicht gut. Ja. Das wollen wir nicht und darum schaut, dass ihr das so auf diese Art macht. Jetzt ist es eigentlich schon sauer, ich gehe nochmal drauf. Ihr seht, das dampft wieder auf. Ich kann noch einmal drüber gehen. Wie gesagt, meine Bitte an euch, nicht einen halben Liter, wohl dosiert, dann seht ihr, dass das wunderbar funktioniert und so kann euch auch nichts passieren und das kann man dann sehr gut wegnehmen. Und es ist schon sauber, das ist das einzige Putzen. Ja? Jetzt ist vielleicht auch das Geheimnis gelüftet, warum heute die Arene nicht da ist und mir beim Putzen hilft. Weil das bei der Plansche von Napoleon so einfach geht, dass der Adi sogar selber putzt. Ja? In dem Fall können wir unten ran. Da ist es jetzt nicht gescheit, wenn ich das heiße Blech so angreife. Das stelle mir da runter. Das ist auch schon sehr schön. Da gehe ich auch ganz kurz einmal in die Kamera. Und dann gehen wir schon ans Aufrichten. Weil die Brötchen, die haben wir da einfach daneben stehen gehabt, hat ein bisschen Hitze gekriegt. Mehr brauchen wir gar nicht. Ja? Und jetzt geht es ans Anrichten. So, ja, leicht erwärmt das Ganze, sehr gut. Und wir haben wieder zwei Möglichkeiten zum Anrichten. Da haben wir gesagt, dem wir sie widmen, so kleinere Tauschen. Die werden wir da einmal reinmachen auf unsere kleinen Schälchen. Jetzt schauen wir die da mit Potzen zusammenkommen und mit Reis und dann machen wir so eine Portionsgröße auf alle Fälle. Das ist ganz klar. Aber somit haben wir dann verschiedene Möglichkeiten. Ah, ich bin schon wieder Potzer. Es geht schon wieder nehmen. Teller rundherum. Auch zur Sache. Aber ihr müsst halt ein bisschen, sage ich mal, Nachsicht üben. Schauen wir das. Alle Komponenten auch sichtbar sind. Das ist halt immer dann die Schwierigkeit, aber das bringen wir schon hin. So,
Ideal ist, wenn ihr dann alle Komponenten sichtbar habt, nehmt das Ringerl, tat es dann oben auf, ist eine gute Möglichkeit, dann nochmal so einen Abschluss zu bilden. Und da kann man sich nochmal kontrollieren, ob man auch wirklich alles dabei hat. Ja, ich habe immer ein bisschen was daneben und nicht nur dabei, aber das ist eh ein Klassiker. Dann werden wir da noch ein paar Chili-Fäden drauf tun, machen das Ganze dann ein bisschen höher, ein bisschen interessanter. Wenn wer fotografieren will, man isst mit dem Auge, ja, und ein bisschen eine Größe da und dort. Und dann habt ihr schon so einen kleinen Appetizer, wenn ihr die Leute eingeladen habt. Und für mich selber haben wir dann ja eh ein großes Teller vor. Der liebe Martin hat einer geschrieben, es gibt grundsätzlich bei der Plancha eine Größe, das ist jetzt praktisch hier das neue Modell und das passt ganz bis zurück am Anschlag und passt in die größeren Modelle auf alle Fälle hinein. So etwas gibt es auch in Edelstahl, wer eben das ein bisschen anders verwenden möchte. Also gibt verschiedenste Möglichkeiten in der Zubehörwelt von Napoleon, findet jeder, glaube ich, seine passenden Gerätschaften. Und danke für die Frage, das ist ein wichtiger Punkt und das neue Modell ist natürlich ganz klasse, weil das natürlich bis hinten wunderschön halt eine größere, tiefere Fläche noch bietet und echt ein klasses Zubehörteil ist. So, dann haben wir da auch schon wieder das Anrichten von der größeren Abteilung. Ja, wunderbar ist das heute wieder gegangen. Ich hoffe, es macht euch Freude, hier auf unserem Facebook-Kanal von Napoleon Gourmet Grills dabei zu sein. Kommt wieder beim nächsten Mal, seid wieder dabei. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das miteinander ein bisschen länger noch gestalten können. Den ganzen April sind wir ja, kann man sagen, on air und probieren für euch ganz einfach die Zeit etwas erträglicher zu machen mit Grillvorschlägen, mit kleinen Tipps in dem Bereich und so kann das dann ausschauen, wenn man das auf einem Teller servieren möchte mit ein paar Soßen dazu. Gekostet habe ich ja dann eh schon. Da haben wir noch eine Frage von Andreas. Warum eine beschichtete Plancha und keine aus Edelstahl? Wir haben bei Napoleon auch ein Modell aus Edelstahl, das auch sehr schwer, sehr wertig ist. Es gibt einfach verschiedene Typen unter uns, so wie einer gern einen Gussrost hat oder einen Edelstahlrost hat. Napoleon hat beides und über die Beschichtung hat man ganz einfach den Vorteil vom Eisenkern, dass man noch eine höhere Speichermasse an und für sich hat. Die Edelstahl ist leichter zum Pflegen, keine Frage, aber wenn der Druck von der Hitze nicht so gleichmäßig kommt, dann hat die Edelstahl nicht so eine große Speicherenergie. Darum gibt es bei Napoleon zwei verschiedene Planchas. Ja. Und in diesem Sinn würde ich da wirklich noch mal kosten. Na, wunderbar. Und dass es nicht nur wunderbar schmeckt, sondern wunderbar ausschaut, seid dabei, macht uns Likes. Beim nächsten Mal sind wir wieder am Dienstag 15 Uhr, ich denke, wir sind sehr pünktlich immer. Und dann gibt es eine tolle Geschichte, ein Ribeye-Steak, aber vom Schwein, also vom langen Karree, mit einer wunderschönen Fettschicht, das habe ich mir schon vorbereitet. Seid dabei, schaltet ein, wenn einmal so mächtige Karree-Steaks gemacht werden vom Schweindl. Und ein kleines Abschlussbild in die Kamera. Bleibt gesund, bleibt dabei, grillt, bleibt am Grill. Danke und bleibt daheim.